Böhm für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich halte diesen Antrag mit dem geplanten Vorgehen für höchst fragwürdig und bedenklich. Der Deutsche Bundestag soll nach Willen der AfD-Fraktion etwas feststellen, was ein Sammelsurium aus falschen und nicht geklärten Aussagen ist. Sie schreiben, dass mit dem einheitlichen Patentgericht erstmals ein internationales Gericht geschaffen werden würde, welches Zuständigkeiten im Privatrecht hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren der AfD, ich muss doch gerade Ihren Juristen Ihrer Fraktion doch bestimmt nicht sagen, was Gegenstand von Vorlageverfahren zum Europäischen Gerichtshof sein können. Sie werden doch über privatrechtliche Verfahren an internationalen Gerichten Bescheid wissen. Interessant ist aber vor allem das, was Sie nicht sagen. Sie sagen nämlich nicht, dass, oder verschweigen hier in diesem Hause, Sie sagen, dass die Richterbesetzung nicht korrekt ablaufen würde. Die Stellen werden öffentlich ausgeschrieben und der beratende Ausschuss gibt eine Stellungnahme zur Bewerberlage ab. Er hat jedoch nicht die Befugnis, Einfluss auf die Bewerber zu nehmen oder gar jene auszuschließen. Sie zeichnen hier in diesem Punkt also ein gänzlich falsches Bild. Die Richterernennung, dass die Richterernennung nicht exakt nach deutschem Vorbild verläuft, das ist, glaube ich, in einem Europa der verschiedenen Rechtstraditionen halt eben nur allzu selbstverständlich. Wir leben hier die europäische Idee, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Und wenn Ihnen das noch nicht ausreicht, Artikel 17 der Übereinkunft zum einheitlichen Patentgericht befasst sich ja mit der richterlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Und da wird ausdrücklich vorgesehen, dass ein Richter im Falle der Befangenheit sich entschuldigen muss und halt eben nicht an der Verfahren teilnehmen kann. Darüber hinaus ist es doch im höchsten Maße anmaßend, dass Sie sich als Teil der Legislative hier nun einen verfassungsrechtlichen Urteilsspruch erlauben. Sie greifen damit ja der judikativen Bewertung vollkommen vorweg, dabei stellen Sie sich ja sonst immer als Hüter der Verfassung dar, offenbaren ja aber hierbei in Perfektion, dass Sie selber ein sehr bedenkliches Verfassungsverständnis besitzen. Gewaltenteilung lässt da grüßen. Das Europäische Patentübereinkommen wurde von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Man hat sich auf das Verfahren bis hin zur Patenterteilung verständigt. Also die gemeinsame Durchsetzung und Rechtsprechung nach der Patenterteilung ist damit eigentlich nur folgerichtig. Dem fragmentierten Patentmarkt und den beträchtlichen Unterschieden zwischen den nationalen Gerichtssystemen wirken wir damit entgegen, und genau das schafft Rechtssicherheit und schützt damit kleine und mittlere Unternehmen vor unberechtigten und zahlreichen Klagen. Das ist auch für den Mittelstand ein wichtiger Standortvorteil in der Europäischen Union. Und genau das lobt die Patentanwaltschaft, die ja dieses System seit Jahren im Sinne der Anwenderschaft positiv begleitet hat. Es ist eben nicht, wie von Ihnen behauptet, dass die gesamte und ausschließliche Zuständigkeit bei Patentfragen einem einheitlichen Patentgericht unterliegen soll. Nur wenn es sich um europäische Patentanmeldungen handelt, ist ein einheitliches Patentgericht ausschließlich Gerichtsbarkeit. An europäische Anmeldung, Patentanmeldung, europäische Gerichtsbarkeit. Klingt vernünftig, ist es nämlich auch. Es bleibt aber nach wie vor für deutsche Patente auch der deutsche Rechtsweg offen. Wir schaffen damit ein rechtsstaatlich vernünftiges System. Gerade an den Schnittstellen nationaler und europäischer Patentrechte werden damit klare Regeln geschaffen. Doppelpatentierung ja, Doppeldurchsetzung nein. Ich frage mich dann aber schon, warum Ihre Fraktion die Benennung eines Prozessbevollmächtigten für die Verfassungsbeschwerde unterstützt hat, gleichzeitig jetzt aber das laufende Verfahren und die Entscheidung unseres höchsten deutschen Gerichtes nicht beachten möchten. Das ist aus meiner Sicht an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Meine Damen und Herren der AfD, jetzt mal Butter bei die Fische. Sie fordern, das Gesetz abzuschaffen, sagen aber nichts darüber, wie Sie eigentlich über den Inhalt des Gesetzes sehen. Wollen Sie das einheitliche Patentgericht ja oder nein? Und wenn ja, wie wollen Sie das ausgestalten? Sie wissen doch ganz genau, dass alle Ausschüsse den Gesetzentwurf damals einstimmig befürwortet haben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es jetzt bei einer erneuten Abstimmung genauso wäre. Und wenn das für das einheitliche Patentgericht sind, wenn Sie auch für das einheitliche Patentgericht sinnvollerweise befürworten, dann war diese Diskussion doch nur wieder eins: Effekthascherei. Für die Fraktion Die Linke hat Friedrich Stretmanns das Wort.